und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und willkommen zurück bei School of Dragons. Ich habe zwei neue Drachen, die ich euch einfach schnell zeigen werde und ich werde diese Folge wahrscheinlich schnell reden, weil mein Tablet meint, ich habe nur noch 8 Minuten aufzunehmen, um der sonst einfach abbricht. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen schnell und Timmy, schlaf nicht! So, das ist Timmy, mein flüsternder Tod, der Bruder von Nele. Genau, hier sieht er nochmal, er sagt auch Hallo und schläft auch ziemlich schnell wieder ein. Timmy und Nele sind Geschwister, weil ich zwei flüsternde Tode, also die Eier von dem, aus einer Quest bekommen habe. Ich hatte Timmy auch, oh, Timmy, das reicht mir jetzt, so. Aufgenommen, wie ich ihm die Farbe und den Namen gebe, aber ich musste dann feststellen, dass ich keinen Stall für ihn hatte und dass ich ihn deswegen, ja, also nicht trainieren konnte, sage ich jetzt mal. Ja, dann musste ich das Video wieder löschen, weil ich sonst genug Speicher hatte. Ja, deswegen war Timmy für euch ständig da an der Seite, so der verborgen, der dritte Drache. Weil ihr den ja, ich glaube, nie richtig sehen konntet. Ich konnte ihn auch nicht aktivieren oder so, das fand ich voll schade. Und ja, das ist Timmy. Er kann auch fliegen. Er ist auf Stufe 10. Ja, hier, Timmy. So, die fliegende Gurke, der ist ein bisschen... Ich werde übrigens nicht mehr aufnehmen, wenn ich einen neuen Drachen bekomme, weil ich ja nur begrenzt Zeit habe, den zu machen. Und... Ja... Vor allem bei Timmy war das so, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Grün, also ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wo ist meine Maus? Das hier ist grün und das hier untere ist blau. Da habe ich zuerst überlegt, ob ich das vielleicht andersrum mache, dann habe ich aber noch lieber so gemacht. Und, oh, Timmy, meine Fresse. Und ja, dann fiel es mir doch nicht und dann habe ich geguckt, wie es andersrum aussehen würde, dann sah das doch besser aus. Da ich aber so im Stress war, habe ich es lieber so gelassen und ihn dadurch so ein bisschen versaut. Ist jetzt nicht so mega schlimm, aber andersrum wäre besser. Und da ich aber schon ihn ja nicht sehen konnte als Baby, habe ich so Fotos gemacht für ihn als Baby, wo er dann halt so aussieht. Und wenn er jetzt als Baby grün wäre, aber erwachsen blau, das sieht doof aus. Und dann habe ich ihn so gelassen. Aber es ist, deswegen nehme ich das lieber nicht auf. Besonders bei irgendwelchen besonderen Drachen oder so, ist es schade, wenn man da die Farbe versaut. Ja, das war Timmy, das ist der erste Drache gewesen. Jetzt kommt der zweite Drache. Ich hoffe, ihr kriegt das mit. Ich rede ein bisschen durcheinander mäßig, weil ich noch müde bin. Ja, 10:30 kommt mein neuer Drache, den ich noch ausbrüte. Der müsste in so circa in einer halben Stunde da sein. Und ja, das ist Wolkenschneider. Ich habe gerade eben gerade vergessen, was zu sagen. Es tut mir sehr leid. Ja, das ist... Ich habe ihn aus dem Battle-Event bekommen. Habe ich erwähnt, dass Timmy keinen Stall musste? Also er musste hier in einen Stall rein. Doch, das habe ich glaube ich erwähnt, dass ich das Video löschen musste wegen dem Speicher. Oh Gott, Entschuldigung, ich bin ziemlich durcheinander. Das ist Wolkenschneider. Der, ja, sieht glaube ich ziemlich cool aus. Ich finde, der ist ziemlich gut geworden. Miki, nee, sei doch mal leise, ich will gerade aufnehmen. Ja, das sind meine zwei neue... Achso, der kann übrigens auch fliegen. Tada. Oh, Lampe. Der soll mal kurz nochmal gleiten. Ich nehme es aber jetzt schon zum vierten Mal auf, aber das ist alles okay. Da.
Da spackt es so ein bisschen rum, weil der untere Flügel, glaube ich, zu dicht an den oberen dran ist. Der hat ja vier Flügel und da kommt er, glaube ich, so ein bisschen durcheinander. Deswegen, die haben da das so komisch war, irgendwie, keine Ahnung. Mickey, nee. Oh. Hey, sei mal leise. Ich nehme mich gerade auf. Gut, das waren meine Drachen, die neuen. Der andere, der kommt auch, aber den zeige ich euch erst, wenn er fliegen kann, damit ihr. Ja. Vergesst es wieder. Oh Gott. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr. Ah, nee. Da kommt noch was. Ich habe mein 50 Abonnenten-Special im Plan, dass ich 50 Abonnenten, aber dass ich mein Special mache, logischerweise. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da. Also ich sage euch erst und dann nicht, was ich mache, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin. Ihr merkt es, ich bin ziemlich durcheinander. Ja, das wird auch noch ein bisschen so anhalten. Das tut mir, deswegen mache ich auch keine Videos mehr, weil ich so viel kürres Zeug rede. Und ja, das habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also, falls mir folgen in letzter Zeit sehr viele hier in School of Dragons, die laufen mir ständig hinterher und so, ist voll gruselig. Aber wenn ihr meint, ihr müsst mich nicht unbedingt verfolgen, dann könnt ihr auch einfach meinen Freundschaftscode hier oben eingeben. Alles groß geschrieben: DUFVNG. Dann, ja, nehme ich sie an. Ich habe, glaube ich, nur. Ich habe sehr viele Freunde auf einmal. Und ich glaube, ich weiß nur von fünf oder so, wer die in Wirklichkeit sind. Also ich weiß Sisi, Jonas, also Juniper Wolf, Nala, der andere Account von Sisi und Synchro und Pint. Die kenne ich. Also ich weiß, wie die Leute sind. Und der Rest habe ich keine Ahnung, wer das ist. Aber ich weiß es nicht. Also wenn ihr mich als Freund habt in School of Dragons, schreibt es doch mal. Obwohl, Night Fury Sand, doch, die habe ich glaube ich auch, aber ich weiß nicht so genau, wer das ist. Die habe ich auf jeden Fall als Freunde. Und ihr anderen könnt ja mal bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr mich als Freund habt, dass ihr reinschreibt, jo, dieser Wikinger, Dings, der Bumster, Bumster bin ich. Also, ah, okay, cool. Ja. Ja, ich. Ach. Es wäre auch ziemlich cool, wenn ihr Hangouts habt, weil ich weiß ja nicht so genau. Also, Sisi telefoniert ziemlich lange und oft gerne mit mir. Wir reden auch über dummes Zeug, das ihr von mir kennt. Und ja, wir reden sehr oft über dummes Zeug. Ich weiß nicht, ob ihr Gandalf kennt. Aber ja, wenn mir das Wort in den Kopf kommt, dann sagt einfach Gandalf und sie kommt in den Lachflash rein. Also wenn ihr beide so ein doofes Zeug sehen wollt, dann hören wollt, dann holt euch Hangouts, sucht mich als Freund, damit wir über Gandalf reden können. Und ja, das war's auch schon wieder. Dann sage ich mal Tschüss.